Herzlich willkommen. Schön, gerade wir machen weiter mit dem Hühner rein, volles Lager. Wir räumen ein bisschen auf. Ich werde nachher anfangen, später mit aufreihen Mod-Ordner. Das heißt, alle Mods fliegen raus. Es gibt auch Datenvoll, also Season Life, Kurzzeit Life. Eine arme Fahrzeug. Ne, und das ist auch nicht mehr. Okay. Ja, und so nach und nach aufmachen. Dass die Schwierigkeiten, die ich aktuell noch wieder habe, mal ausgemerzt werden. Ob es dann besser wird. Gut, das ja gut, es kann nur besser werden, weil die Ladegeschwindigkeit ja immer besser wird, ne, wenn man geladen ist. Was wir haben. Aber wenn so ein großen ganzen Baum geht, das E-Raus und Lockdatei verschwinden nach Möglichkeit. Und müssen wir schauen, welchen Autolot Fahrzeug ich behalte vom Holz und vom, ne, vom Gewalt und Paletten. Wenn wir Paletten kaufen wollen, dann brauchen wir auch entsprechend Fahrzeug, der tun kann. Ne? Leer und hinten nicht. Nur das kostet Zeit. Also wir haben noch jetzt Kühe heute machen, ganz wichtig. Bevor wir heute Abend wieder auf 60 gehen. Obwohl ich heute Abend denkt man nicht so lange, wenn man nicht was nicht spielt. Aber so. Ups, hier geht schon gleich. Lassen wir gleich so, ne? Vielleicht die nächsten zwei. Und noch mehr, vielleicht wird besser. Und noch mal einen hier. Vielleicht nummer drei. Und dann nehmen wir mal auf. Zwei Zinken. Zwei. Mitte. Klappen, ne? Ja, da muss auch reinfahren, ne? Und ein noch letzten Zinken. Ob es klappt, weiß ich nicht. Mal sehen. Ja, das will ich auch nicht. Gut, ne, dann machen wir nicht. War ganz kurz Ton weg, ne? Auch mal ganz kurz nichts gehört. Ich höre ja auch über Elgato. Auch nur, dass der Ton quasi passt. Ja. Und ich graue Haare. Warte kurz darauf, da zu sagen, extern, du helfen mal. Den Preis gesehen habe, 80 Euro Stunde. Aber wenn das vielleicht Termin am selben Tag möglich gewesen wäre, hätte ich es vielleicht gemacht. Also war das Montag oder Dienstag. Und da habe ich gesagt, ne, Vorderschicht ist blöd, dauert länger, kann auch sein, dass es nicht funktioniert. Und für nächste Woche war noch kein Preis.
Mal sehen. Aber denkst du das, wenn das hier bei Dings gut einstellt? Bei OBS, wo ich das Laufen habe? Ich verarbeite das Programm das so nicht annimmt. Und beide leer machen, beide. Warum macht er nur ein? Komisch, ne? Da sind zwei nicht vorgesehen. Bitte nur ein. Darf das Lager. Naja, da sind noch ein paar. Wie gesagt, die Dinger verschenken wollte ich auch nicht. Man sagt auch, ja, viele Millionen hast du ja, ne? Aber das ist schon eine Million, ne? Wenn man noch ein paar Geräte kaufen muss. Ne? Also, vom Drescher angefangen bis hin zum Seemaschinen. Dann muss man alles kaufen. Und da sind wir bei Dünger nicht verzichten. Wo wir jetzt schuldenfrei sind, also, rein theoretisch könnte man wieder 3 Millionen aufnehmen. Aber das ist ja auch mal ein Fall für die Reserve, sagt man so, ne? Also, wir haben einen kleinen Hinterhalt, wo wir sagen können, ach, wir brauchen das Geld, brauchen dringend was für Tiere oder für die Aussaat oder irgendwas, dann haben wir sofort die Möglichkeit, Darlehen auszunehmen und dann können wir da entsprechend was machen. Wenn wir kein Geld haben, ist es manchmal sehr schwierig, flexibel zu sein. Ne? Zahl geht dann später. Okay. Wenn das nicht mehr wird, dann ist auch kommen. 49.000 mit 38.000. Also keine 50.000. Dann müsste es locker 50.000 haben. Wäre auch nicht schlecht. Dann lager wird ein und dann ist nicht da mehr. Wir hätten es auch so verkaufen können. Ne? Klingeling. In der Lage, okay, so ein Betrüger. Nee, wird nicht mehr. Oh, das Ding ist recht. 103. 103, 428. Das wird theoretisch sein, dass die Anzeige da. Naja, das wäre ja schon äußerst ärgerlich, wenn das hier nicht mehr wird. Oder er geht später. Hoffen wir mal, ne? Das ist äußerst ärgerlich, wenn wir jetzt 40 sind. Doch, 43.000. Das kann ich auch nicht machen, oder? 43.000. Müssen wir 44.000 kriegen. Jetzt 45.000. Wenn die Zahlen so wie ich das möchte. Oder brauchen wir ihn später? Oder müssen wir wegschauen? Weil viele sich das finden vielleicht.
aber 300 dauern. Äußerst ärgerlich, wenn er die Luft immer wäre. Na, da haben wir uns. Hier mal 3. Also jetzt ist mir geworden. Ach so, okay. Ich bekam schon Angst, was ich ganz umsonst war. Weil die Zahl muss in einem System reagieren. Ja, 41% hier. Ich bekam schon richtig Angst, dass es Dünger verloren geht und dann nicht da ist. Ist ja auch kein Pflanzenstil, ist ja auch was teuer, ne? Genau wie Pflanzenköpfe, da haben wir ja keine Probleme. Das ist nicht das Problem. Das kann man auch behalten wir erstmal. Also etliche 1000 Liter, die wir jetzt hier haben. Ne? Jo. Es zieht sich ein bisschen hin, aber das muss leider sein. Geht ja noch. Aber wir haben es geschafft, das Thema um die Tiere kümmern. Ein bisschen kann man auch liegen lassen, das rennt ja nicht weg. Ups. Kurz rüber zu den Kühen. So, Wasser geben. Ups, lauf mal nicht weg, du, voller Pie. Wollen wir gleich vorderholen, mach mal Platz hier. Gibt's doch gar nicht. Sture Ochse. Ah ja, da wollen wir neu holen. Kann man am besten rauskommen, ne? Die Ochsen nicht im Weg stehen. Da so, gibt man Wege, da finden wir Wege. Man kann da durchfahren, aber. Da müssen wir kommen, ne? Höher nehmen, besser ist. Das ist ja jetzt so schwer. Weil ich den Ochse hier im Weg stehe. Blödes Vieh, mach Platz. So, liebe Schauer, das soll es vorher gewesen sein, denkt man schon, ne? Ja, fast, ne? Das ist noch. Wir fahren jetzt los und holen mal mit vor der eine Fuhre im großen Stall. Dann haben wir den zweiten auf der dritten Bereich, der muss noch reichen. Die beiden Dinge werden wir auch nicht verkaufen. Zumindest stand heute nicht. Ansonsten müssten wir schnell reagieren und weil ich mit dem großen Hänger einfach nicht da reinkomme, das ist das Problem.
das ist das Problem dabei. Wenn ich von großen Längen reinkommen würde oder was kleineren, dann könnte ich die Maschine da tauschen. Aber reservieren, so hat sie vorher auch. Oh. 20 Tonnen, ne? Das stimmt. Also ich kann sie beurteilen. Und die Nase ist normalerweise an sich trocken. Trocken ist es vielleicht. Probe ist ja auch nicht so schwer. Neu an sich auch nicht. Neu gepresst und so, ja, hat ja eine Masse, ne? Aber ich glaube Stroh. Also ein Strohball, so einen großen, den kriegst du garantiert nicht gehoben. Weil das alles sehr, sehr eng zusammengepresst ist, ne? Also so Grusel, kriegst du Griffen hochgehoben, ne? Also den Ballen. Stroh war ja bei uns früher im Grunde kostenlos für die Mitglieder, ne? Da hat er nur einen Bodenpreis gehabt. Da hat ja den Kraftfahrer keine Trinkgeld, dass er möglichst freundlich abgekippt hatte. Da kann man nicht rein. Da kann man rückwärts besser rein. So, liebe Zuschauer, Leute, Ochse hier, mach Platz. Du musst jetzt auch gerade reingehen. Ich danke mal fürs Reinschauen. Dann sage ich dir immer hier wieder mal Piep und den Winkel. Habt auf. Und wenn ich fast werde, dann markieren, ne? Weil die rennen einfach durch, ne? Kennt ihr nichts. So, Wasser ist voll. Ja, dann sag mal Tschüss und Ciao. Nochmal danke fürs Reinschauen. Kann man nicht oft genug sagen. Wie gesagt, wenn ihr einen Kommentar habt, einfach reinschreiben. Ich werde so schnell wie möglich reagieren. Zeitnah, das heißt innerhalb von ja, innerhalb eines Tages. Der Kollege, der ihn als Freund haben möchte, muss mir das mal bitte erklären, was er damit meint. Deine Nachrichten kommt in den Spaten auch mal rein. Glaube ich, sehe ich deine Nachrichten. Sehr, sehr spät. Muss mal. Ich habe dich schon abonniert, wo ist das nicht? Dann weiß ich nicht, was er noch machen soll. Was man als Freund machen kann. Der Rest ist ziemlich leer, ne? Ja, dann sage ich nur Tschüss und Ciao. Normal, ne? Das ist jetzt zweimal wie nichts. Oder gar nicht. Ja, man sieht sie dann so morgen wieder. Tschüss. So heute sogar, ne? Tschüss.